Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Anibal.lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Der ist jetzt gerade echt aufgestanden, nur um sich da hinten hinzusetzen. Was hast du mir zu sagen, Deacon? In der letzten Folge haben wir eigentlich nur einen Tag in Diamond City verbracht, nur um relativ wenig Arbeit zu bekommen. Aber wir haben einen Auftrag, wir sollen Baseball-Sachen finden in irgendeiner Ruine für diesen Verkäufer. Mo hieß der, glaube ich. Und ja. Dann haben sich hier noch zwei Leute gekloppt, der hier und noch ein anderer Typ. Und ja, wir schauen uns hier nochmal um. Was hast du denn Hey. noch? Oh, hallo. Es ist schön, hier oben in den Stands mal junge Leute zu sehen. Wir sind hier alle so, nun ja, alt. Du solltest mal meinen Enkel kennenlernen. Nicht, dass er je nach hier oben kommen würde, nein. Dafür steckt zu viel von seiner Mutter in Hawthorne. Hallo. Hast du dich verlaufen? Heilige, was ist mit euch allen los? Hallo. Du bist einfach hier hoch in die Stands marschiert, was? Gefällt mir irgendwie. Heilige. Oh, hallo. Wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Meine Güte. Wow, da fehlen mir echt die Worte. Mir gefällt dein Ton nicht. Warum verschwindest du nicht, bevor ich dich beim Sicherheitsdienst melde? Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Hi, Mrs. Cotman. Du bist mir Liegen gefällt es, entgegen. wenn ich andere Leute irgendwie verarsche, habe ich das Gefühl. Aber diesen einen Typen hier. Hey, Dicken, Mann, da passt doch du, oder? Ich habe eine große Auswahl. Okay. Hey. Du bist am einzigen Ort, den es sich hier zu besuchen lohnt. Was? Nur nicht so schüchtern. Setz dich und nimm dir einen Drink. Ich Boah, weil brauche ich im mit ihm Moment jetzt hier nicht. noch bin, Dann ne? ein andermal. Hallo. Hier solltest du herkommen. Jeder, der etwas auf sich hält, nimmt hier gern ein paar Drinks zu sich. Meine Güte. Hier hat mir niemand was zu tun, obwohl ihr alle einen Namen habt. Ah, Braue, Willst du ein Subkultur. Bier oder brauchst du was Stärkeres? Okay. Warum macht das mal hier einer weg? Sind wir noch hier von der Streiterei zwischen den einen und den anderen Typen, der rausgejesust ist. So. Da war verschlossen und so, ja. Na. Wer um noch etwas? Hier sind ja auch einige Sachen noch auf den Plattformen, wie zum Beispiel da und so. Soll ich vielleicht auch mal vorbeischauen? Irgendwie nicht, wie das hier oben sicherer sein soll. Das sieht nicht so sicher in meinen Augen aus. Okay. Hardwick Wenn oder du dich aus der Hardwalk, Stadt keine machen Ahnung. willst, solltest du dich vielleicht Da habe ich ja vorher schon mal bei gehört. Wir Human kommen mal nochmal Development zum Aufzug Bürgerei da. Dann irgendwas. Können. Sprech mal mit dem Bürgermeister. Vielleicht hat der noch was zu tun. Wenn wir schon hier eine Mission annehmen, dann ein paar mehr. Oh, noch geschafft. Hey, ich habe mir das mit dem Rückrufcode noch mal überlegt. Vielleicht sollte ich ihn doch mal irgendwann vorlesen. Okay. Keine Ahnung, ich reiß noch ein bisschen weiter mit ihnen rum. Aber wer mich dann irgendwann nochmal anspricht darauf. Da kommt man auch rein, ne? Also der Aufzug ist direkt mit dem Ausgang Denk hier. daran, den Schlüssel hast du nicht von mir. Und falls du wirklich Interesse daran hast, ein Haus Klingt zu immer noch kaufen, hier. bekommst du hier die entsprechenden Genehmigungen. War gerade vier drücken, ne? Ich suche Arbeit. Als Söldner? Meistens sind ein paar Kopfgelder ausgesetzt. Schau dir mal die Steckbriefe auf dem Markt an. Steckbriefe. Okay. Und du bist, Geneva, die Sekretärin des Bürgermeisters. Ich kümmere mich ums Tagesgeschäft. Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Ah, Du sieht doch kannst die mal. Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt.
Erzähl mir etwas mehr über das dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und ein paar Wände eingerissen. Es ist also größer als die meisten anderen Häuser. Und er hat sein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Du hast also alles, was du brauchst, um die Inneneinrichtung nach deinen Wünschen zu gestalten. Machen wir das mal. Hier ist der Schlüssel. Dann möchte ich dich mal als Erste im großen grünen Juwel willkommen heißen. Homeplate, Schlüssel hinzugefügt. Geil. Nur noch ein Zuhause jetzt. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich kann doch da rein, ohne dass mich jemand verhaut, oder? Die geht da rein, ohne. Da machen wir auch Urlaub drin. Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich bin schließlich der Bürgermeister. Bürgermeister McDonough? Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. Ich würde auch gerne mit dir reden, aber ich will nicht. Meine Güte. Nicht den. Ich will den Löwen haben. Wie sich so gut neben meine 6 Pferde machen. Okay. Aber nichts mehr. Gut. Dann haben wir einige Steckbriefe, die wir jetzt abschicken können und ein neues Haus. Weil warum nicht? Jetzt war schon eine riesige Villa gebaut. Eine Red Rocket Raststätte, aber was soll's. Schon viel früher kaufen sollen. Ich glaube, damit wäre es ein bisschen besser gewesen. Auch sicherer. Ja, mal schauen. Gut, aber erstmal gehen wir ja noch auf den Dächern nach. Ein Vogel. Was haben wir hier? Choice Chops. Also, okay. Guck mal da. Ich rede doch gar nicht mit dir. Ich habe mich auch nicht mal angeguckt. Ihr seht ja, meine ich. Ich will mich doch nicht jeder hier ansprechen, wenn ich vorbeilaufe. Meine Güte. Ugh. Ah. So Sachen, die bringen mich dazu, NPCs hier abzuschlachten. Was? Kommt das denn her? Ich glaube, ich habe etwas unterdrückten Hass in mir. Ja, okay. Ich glaube, das ist nicht so der offizielle Weg, aber. Mit Empfehlung von mir. So, bin verwirrt. Machen wir nochmal das eine. Was hier? Das ist auch noch was. Wir kaufen und verkaufen hier alles. Und zwar an jeden und von jedem. Außer Synths. Synths sind hier nicht erwünscht. Nur das Beste für den Selbstschutz. Handgefertigt. Homeplate. Oh, cool. Ja, das ist mein Haus, ne? Lasst euch vom Stress des Lebens nicht umbringen. Entspannt euch. Guck mal, wie es da drin aussieht. Wäre schon viel früher kaufen sollen. So, ach, ja. Ich kann ja keine Wände oder so aufbauen, oder? Totem, was? Okay, Wände kann ich ja nicht aufbauen, anscheinend. Ah, da meint ihr. Hallo. Gratis Zeugs. 4 Fusionskerne, meine Güte. Ja, da kann ich alles abreißen, ne? Aber keine Siedlung mehr, ne?
Hier ist natürlich nochmal Homeplate, ne? Ja. Ja, bitte nicht angezeigt. Das heißt, alle Sachen müsste ich hier extra einlagern und so. Hier könnte ich eigentlich sicherer einige Sachen einlagern. Ja, mach ich dann. Mach ich ausgehen oder so. Wollen wir jetzt einfach mal so eine Kiste mit Zeugs. Schon ein guter Luxus hier. Cool. Komm ich mal noch irgendwo hin? Okay. Habe ich zwar jetzt nichts mehr mit anfangen, aber ich hab's. Das ist auch was. Vielleicht sollte ich da meine ganzen Fährten einlagern, aber geht glaube ich gar nicht. Ist ja keine Siedlung. Wohl, warte. Nö. Hier kann ich nichts bauen, okay. Nur für Dog mit ist hier eine Dingens, eine Hundeöte. Was? Ey. Okay. So, wo sind die Steckbriefe hier? Hey, du da. Ich muss dich mal was fragen. Ja, wer bist du? Ach, du bist der verprügelt wurde, oder? Was willst du? Du warst eben in der Kneipe als... Du und der Barkeeper diesen kleinen Kampf hattet. Nett von dir, dass du es einen Kampf nennst. Aber wir wissen beide, was passiert ist. Cook hat mir in den Arsch getreten. Ich soll so und dann bist du wieder auferstanden, das sei auf Jesus gemacht. Frau schläft, bis er dann irgendwann genug von ihr hat und sie wieder zu mir gekrochen kommt. Klingt nach einer ziemlich miesen Situation. Das trifft es nicht mal ansatzweise. Aber ich werde nicht einfach zusehen, wie Cook mir meine Frau wegnimmt und meine Familie zerstört. Ich werde zurückgehen und mit ihm reden. Ich möchte, dass du mich begleitest. Du hast ja gesehen, dass er mich sonst nicht ernst nimmt. Ich will ihm wirklich nicht wehtun. Ich will einfach nur, dass er Darcy in Ruhe lässt. Ich mach's. Aber nur, wenn ich auch was dafür bekomme. Ja, okay. Ich kann dir jetzt nur 80 Kronkorken geben. Aber ich besorg mehr, nachdem wir uns um Cook gekümmert haben. Natürlich. Wenn du nur mit ihm reden willst, wozu brauchst du mich dann? Ich will Cook nicht wehtun. Aber wenn er nicht auf mich hört, dann weiß ich nicht, wozu ich fähig bin. Wenn er dich hinter mir sieht, wird er es nicht wagen, wieder so überheblich zu reagieren. Und dann wird auch... Ja, weil ich so tough aussehe, ne? Weil ich so ein großer, muskulärer Typ bin. Zu dem alle Angst haben. Soll ich dem folgen jetzt, oder? Klar. Ah, nee, da ist das, okay. Hilfst du mir dabei, mit Cook zu reden, damit er endlich meine Frau in Ruhe lässt? Ja, ich dachte, wir gehen da hin. Okay, ich helfe dir. Okay. Also, er hat mir schon die 80 Kronkorken gegeben, ne? Ich bin sicher, Cook zieht den Schwanz ein, wenn er mich mit dir sieht. Gehen wir. Du übernimmst das Reden und ich bin die bedrohliche Präsenz im Hintergrund. Okay. Ganz genau. Ah, okay, eine offizielle Mission. Das ist auch mal sehr schön. Irgendwas, was meine Stärke oder so erhöht. Weil dann bin ich automatisch bedrohlicher. So, okay. Nehmen wir Silber-Short-Klamotten. Ich habe nur eine Sonnenbrille dabei. Ich glaube, ich habe keine Sonnenbrille, ne? Deacon, wo bist du? Ich brauch mal kurz eine Sonnenbrille. Warum nur ein gewöhnliches Stück Holz kaufen? Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück aus echtem Hickory! Verdammt. Deacon, wo bist du? Herr
Medikamente für jeden Bedarf. Warte mal, du bist doch gar nicht der Typ. Ich frag die ganze Zeit den Sohn. wo muss ich genau hin? Muss ich direkt zur Bar? Steckt da einfach hin. Hey, hast du? Gib mir mal deine Sonnenbrille. Hast du noch irgendwas? Der hat voll geile Sachen noch. Berufen? Ich hatte mir der hat trotzdem eine Sonnenbrille auf. Meinem Leben erwartet als das hier. So. Perfekt. Verdammt, ich bin zu klapprig, um bei dem Minuteman mitmachen zu können. Alles klar, meine Güte. Wie jetzt so da hängt. Ich nehme mal an. Mal eine Waffe wegstecken. Hast du das Gefühl, ich werde irgendwie eine Prügelei involviert? Das gibt mir Wahrnehmung, Beweglichkeit, ja super. Deine Stärke? Ja, wir mit den Klamotten. Wir mit den Klamotten was machen. Standard, komm nicht zu spät. Ich werde da sein. Ich muss nur noch zumachen. Wir müssen reden. Meine Güte, Paul. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist an der Zeit, dass du mal die Klappe hältst und zuhörst, Cook. Was zum Teufel soll das? Und was machst du hier? Sag mir nicht, dass er dich angeheuert hat, um mir Angst einzujagen. Ganz richtig. Du solltest dir besser anhören, was Paul zu sagen hat. Du solltest dich nicht in diese Sache reinziehen lassen. Das ist ein Fehler. Nun, Paul, ich höre. Was hast du dieses Mal zu sagen? Nur das. Du lässt Darcy ab sofort in Ruhe. Sonst. Das ist keine gute Idee. Du solltest mich nur mit einer Waffe bedrohen, wenn du auch vorhast, sie zu benutzen. Du glaubst, ich werde sie nicht benutzen? Soll ich dich einfach erschießen? Willst du mir das sagen? Leg die Knarren weg, bevor das hier außer Kontrolle gerät. Warte, ich kann das in Ordnung bringen, Paul. Ich höre. Okay, ich halte mich ab jetzt von Darcy fern. Es ist vorbei. Du hast mein Wort drauf. Dein Wort? Was ist denn schon dein beschissenes Wort wert, hä? Ich mach's wieder gut. Ich weiß, wie man an eine Menge Kohle kommt. Jetzt sofort. Wir wissen doch beide, dass Darcy nur zu mir kommt, weil sie sauer auf dich ist. Wenn du wieder flüssig wärst, wäre alles anders. Außerdem schulde ich dir was. Für das, was ich getan habe. Und? Was sagst du? Wie willst du uns alle reich machen, Cook? Kommt her. Das erzähle ich euch. Also pass auf. Ich habe da noch ein anderes Geschäft nebenher laufen. Eins davon ist, Nelson Latimer dabei zu helfen, das Geld seines Vaters zu verpulvern, damit er sich wie ein Gangster fühlen kann. Wer ist Nelson Latimer? Malcolms Junge. Ein arroganter, kleiner Scheißer. Aber nützlich. Denn er hat jede Menge Kohle und hält sich für einen aufstrebenden Mafia-Boss. Nelson und ich sollen einen Herrn aus Good Neighbor treffen, der uns für Nelsons Kohle Camps gibt. Mein Plan ist ganz einfach. Wir holen uns das Geld und die Camps. Ich bin dabei. Ziehen wir's durch. Was meinst du, Paul? Klingt das gut? Gut? Eher nicht. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du mir hilfst, reich zu werden. Was? Dann ziehen wir das durch, Leute. Weil ich sie so cool aus jetzt. Das sieht so geil aus. Aber ich habe voll die beschissene Schadensresistenz jetzt, ne? 50. Ja, von meinem Perk, ne? Leute. Dicken. Und dann hat er halt so blöd eine Tür zum Blitz. Ich bin zu blöd, eine Tür zu benutzen. So. Jetzt müsste ich eigentlich noch Nick mitnehmen. Würde er passen. So von den Charakteren her. Er hat auch einen geilen Anzug an. So.
Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dich vielleicht vorher bei Commonwealth Weaponry eindecken. Kleines Mädchen, wer bist du? Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Hey, Kumpel. Hi. Sehe ich etwa bedrohlich aus? Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass Fremde Leute erschießen. Hallo. Hey, hallo, Mister. Das ist alles nur die Kleidung, ne? Hab gehört, dass da irgendwas Verrücktes bei dieser alten Irrenanstalt im Norden los war. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Weiler in Endfuhl Station. Ach so, sowas. Da war ein Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ärger. Also in der Nähe von Andrew Station ist es zu statzen. Okay. Das kann aber noch warten. Als erstes machen wir natürlich diese Mission hier. Good Neighbor. Good Neighbor, warte mal. Good Neighbor. Was soll ich da? Bin ich schon vorgegangen? Ich geh einfach mal da hin. Vielleicht kommen ja irgendwie, wenn ich mit den Silver Short Klamotten durch die Gegend renne, irgendwie so Bösewichte und so. Und wollen mich irgendwie, keine Ahnung, aufhalten oder so, weil ich irgendwie ein Superheld bin oder so. Ist ja Silver Short, glaube ich. Ich sollte mal, ich habe ja auch Gottnacks Kostüm. Ist ja auch ein Superheld. Ich muss das Kostüm von jedem Superhelden irgendwie finden, den es gibt. Hoffentlich gibt's das. Dann könnte ich meine ganzen Leute hier so Klamotten geben. Ach, seid ihr das? Oh, zum Teufel ist Cook. Wir können hier nicht mehr sehr viel länger bleiben. Scheiße, du solltest dich besser ganz schnell verpissen, wenn dir dein Leben lieb ist. Was ist hier los? Nichts, was dich was angehen würde. Es sei denn, du willst dein Gesicht weggepustet bekommen. Verstanden, Arschloch? Cook hat es nicht geschafft. Also hat er mich geschickt. Ja, klar. Trish, töte dieses Arschloch! Ja. Boah. Ich hätte mich erst mit den einen hier treffen sollen. Was soll's? Hey, du bist wahr. Das ist echt der stylischste Part bisher. Ich mach die Mission ja gerade richtig. Ja, ich muss das sogar machen. Was geht? Eine Anführer. Was ist der Typ? War nicht der hier? Das erste weggepustet hab? Hey, du hast das. Ah, noch eine Sonnenbrille, warte mal. Oh, Dieken, ich hab wieder eine Sonnenbrille für dich. Was keine wieder? Bewegung. Du musst mich nicht töten.
Woher weiß ich, dass du mir nicht irgendwelche Leute auf den Hals hetzt? Du denkst doch nicht wirklich daran, sie am Leben zu lassen, oder? Ich sag mal, Rousey, das ist die Gunner, okay? Das verspreche ich dir. Und ich verrate dir, wo Marowskis Labor ist. Das hier, das ist nichts im Vergleich zu dem, was er da gelagert hat. Red weiter. Red weiter und rede weiter. Wir haben hier im Commonwealth ein Labor, aber du wirst es nie finden. Nicht ohne meine Hilfe. Sag mir erst, was du weißt. Nun, okay. Ich vertraue dir, okay? Das Labor befindet sich in der alten Forley-Fischpackerei im Hafen von Südboston. Was soll daran so sicher sein? In dem Gebiet wimmelt es nur so vor wilden Ghoulen. Sie lassen meine Crew aber in Ruhe, denn das sind auch Ghoule wie ich. War übrigens meine Idee. Ziemlich schlau. Aber ich schätze, das war noch nicht alles. Da liegst du richtig. Das richtige Sicherheitssystem besteht aus einer Reihe von Stolperdrähten, die genau in der richtigen Reihenfolge ausgelöst werden müssen, damit die Tür zum Labor aufgeht. Solange die Tür zu ist, deswegen wirst du nicht mal ahnen, dass da ein Labor ist. Und wie komme ich an den Stolperdrähten vorbei ins Labor? Dem Passwort, das ich dir geben kann. Es gibt ein Terminal, mit dem man auch ohne die Stolperdrähte die Tür zum Labor öffnen kann. Also, ich hab dein Wort, oder? Wenn ich dir das Passwort gebe, lässt du mich gehen, mit mir richtig? Und du versprichst Mirowski nicht zu verraten, dass ich was mit der Sache zu tun hatte? Ja, ja, natürlich. Ich hab dir doch schon gesagt, sobald ich hier weg bin, werde ich nie von dir gehört haben. Das Passwort ist Apfelschnaps. So, jetzt weißt du alles und ich bin für immer am Arsch. Ich hoffe, du kannst damit leben. Ja. Was? Ha, was macht ihr? Jetzt kommen die beiden die Toten, ne? Das hier wirst du nicht überleben. Hey, mit mir. Oh. Paul! Na gut, ja. Natürlich jetzt sehr blöd, dass die jetzt gerade hier vorbeilaufen. Wahrscheinlich hätte ich mit denen da hingehen sollen. Wer gewinnt? Wenn sie überhaupt getötet werden. Ich hab dir eigentlich versprochen, sie am Leben zu lassen. Ja, renn weg. Sehr gut. Du wirst hier nicht gewinnen. Hoppla, gefällt's. Ja, Mann. Ja, gut, die machen da ihr neues eigenes Abenteuer. Ich würde sagen, ich beende die Party hier, um sie uns in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Und... hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. So, das war's dann. Ich hab dir doch gesagt, dass das kein Problem wird.